Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über einfach und schnell kochen. Heute peppen wir das übliche Schnitzel mal auf und machen Parmesanschnitzel. Dazu benötigen wir nicht viel, zum einen Paniermehl, zwei Eier, normales Mehl und etwas Parmesan und natürlich ein paar Schnitzel. Bevor ihr diese paniert, solltet ihr sie beidseitig mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Außerdem muss der Parmesan gerieben werden, am besten in sehr kleine, feine Stückchen, dann verbindet er sich besser mit den Schnitzeln. Anschließend gebt ihr in drei Schüsseln Mehl, Eier und Paniermehl. Zu den Eiern gebt ihr dann den frisch geriebenen Parmesan und vermengt das Ganze gut. Danach könnt ihr die Schnitzel ganz normal panieren und sie dann in einer Pfanne goldbraun anbraten. Hin und wieder die Schnitzel wenden und dann ist das Essen auch schon fertig. Dazu könnt ihr Gemüse, Pommes, Kroketten oder was auch immer reichen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!